Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video, heute mit dem Modus Van and Rogue, und wir starten hier auch direkt. Ich erkläre den Modus so schnell, wie es geht. Ich habe miese schlechte Ausrüstung, weil ich noch nicht sonderlich lange gespielt habe. Eigentlich ist das hier meine zweite Runde und die erste habe ich nicht allzu lange gemacht. Es spawnen Monster. Das hier ist so ein Dungeon, ja, und durch das Dungeon muss man sich durchprügeln. Man hat verschiedene Fertigkeiten, wie zum Beispiel hier den Shadow Walk, damit kann man sich kurz ein bisschen unsichtbar machen und startet immer in einer Gruppe von 4 Leuten. Das ist jetzt alles ultra schnell erklärt gewesen. Ich weiß, Leute, aber ihr müsst nicht heulen, es ist trotzdem alles gut. So, warte, ich mache hier mal wieder den Shadow Walk. Ich glaube, wenn man schlägt, dann verschwindet das wieder. Aber jetzt, lass mal hier, jetzt, ist jetzt wieder gut? Ich hoffe, ja, jetzt ist wieder gut. Also, man schlägt sich hier durch diese Räume, da gibt es, glaube ich, auch ein paar Rätsel oder so. Ich kenne mich jetzt noch nicht optimal aus, aber hauptsächlich spawnen Gegner. Und diese Gegner klatscht man weg. Und dafür, dass man diese Gegner gemeinsam in der Gruppe wegklatscht, ich bin jetzt hier in einer Gruppe von 3 Leuten, normalerweise startet man immer in einer Gruppe von 4, bekommt man Gold. Ja, dieses Gold wird in der Gruppe aufgeteilt und mit diesem Gold kann man sich dann nachher in der... Ja, man kann übrigens hier auch, guck mal, man kann auch Leute wiederbeleben. In dieser Hauptstadt kann man sich dann quasi mit diesem Gold auch Sachen kaufen, ja, beziehungsweise bessere Ausrüstung, damit man dann besser besteht, und es gibt noch weitere Level. Das hier ist jetzt Level 1, das Stronghold, in dem man eben startet. Es gibt auch Bosse und es ist eben so eine Art Roguelike Dungeon Crawler für diejenigen, die jetzt hier irgendwie die offiziellen Fachbezeichnungen haben wollen, und man klatscht einfach gemeinsam mit der... Ach hier, guck mal, das kann ich auch noch erklären. Immer wenn man... Wow, der hätte mich fast getroffen, oh mein Gott. Immer wenn so ein Feuerkreis auftaucht, dann spawnen darin neue Monster. Man kann das also so ein bisschen abschätzen. Man hat ja auch noch so verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel den Hook. Den kann ich werfen und dann ziehe ich mich an irgendjemand heran. Ziemlich, ziemlich geil. Und ansonsten bin ich gerade ein bisschen... Ja. Ah, du, da hat er sich 1A und Creeper explodieren, auch nachdem man sie schon getötet hat. Hier, so, aber erstmal, ich klotsch den mal weg, und ich hab noch 3... Oh, da wurde gerade jemand... Wir sind nur noch... Oh, nicht gut. Ich esse mal den goldenen Apfel, einfach zur Sicherheit. Oh ja, und jetzt gebe ich euch auf die Fresse, ey. Damit wir hier nicht gleich sterben oder so. Da fände ich jetzt uncool. Weil man muss ja zumindest jetzt ein bisschen was zeigen hier in meinem ersten richtigen Run. Den ersten habe ich gerade eben abgebrochen, weil mein Hund während der Aufnahme unten eine Art Amoklauf veranstaltet hat, ja? Richtiger Tobsuchtsanfall, durchgedreht, ohne Ende, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich hat mal wieder irgendjemand an die Häuserwand gepinkelt und meinen Namen geschrien. Das kommt öfter vor, als man denkt. So, den habe ich weggeklatscht hier. Und das ist einfach ein ganz geiler Modus, vor allem wenn man den eben mit Leuten spielt, die man mag. Ich kenne die hier jetzt nicht, ich dachte mir mal, ich probiere ihn mal allein aus. Werd aber höchstwahrscheinlich danach auch noch... Boah, da hat man nicht geflackert. Werd höchstwahrscheinlich danach... Sind zweimal Heiltrag, kann die aber alleine nicht looten. Okay, erklärt er jetzt krassen Scheiß hier, der Fabian. Fabian! Oh, Fabian, hast du Ahnung von allem oder was? Hussa. Sich mal einfach als mega Noob outen. So, wenn ich so, ja, ich hab keine Ahnung. Die Smoke Bomb kann man übrigens benutzen, um Gegner zu stunnen, quasi, ja. Wenn man das möchte. Also, die kann man werfen und damit sind dann Gegner für einen gewissen Zeitraum ein bisschen, haben keine Ahnung mehr, was sie machen sollen. Was passiert eigentlich hier, wenn ich hier drauf drücke? Es gibt auch so Geheimgänge, wie zum Beispiel nicht der hier. Tatsache, das war ein ziemlich beschissener Geheimgang. Vielleicht hat auch jemand den Scheiß rausgeholt, der... Moment! Leute, wartet auf mich! Wartet! Leute, wartet! Ketos muss nach! Leute! Oh Mann, jetzt bin ich hier unten. Das ist ja echt peinlich jetzt gerade eben. Die lachen mich bestimmt gerade richtig aus. Oder vielleicht schauen sie mich auch gar nicht mehr an und es ist ihnen alles egal. Oh Mann, ist das peinlich. Leute, warte, ich komme. Das ist ja wohl jetzt echt, das ist ja wohl nicht zu fassen, Mann. Tante Bertha, siehst du das, was ich da mache? Mensch. Da dachte ich, ich wär gut darin und dann sowas. Wer will Trank? Ja, ich würde gerne erstmal hier raus. So, warte. Das ist ja wohl ein Joke, Mann. Jetzt will ich dir einen coolen Modus vorstellen und dann lande ich hier unten und krieg nichts mehr auf die Kette. Peinlich ist das. Das ist so peinlich immer wieder von neuem. Hallo, ich komme hier nie mehr raus. Okay. War natürlich nur Spaß bisher, ja. Ich bin natürlich der Oberpro hier. Minecrafter LP 1 sollte nur sehen, wie krass ich im Jump'n'Run bin, ja. Der sollte das einfach nur mal zu Gesicht bekommen, dass es auch Leute gibt, die es einfach abnormal drauf haben. Und damit bin natürlich... Leute, hier liegt noch Gold. Vergesst doch nicht immer das Gold, Mensch. Dagobert Duck wäre absolut nicht stolz auf euch. Das ist ja crazy. Das ist ja ein crazy Boy. Das ist ja echt, der ist ja krass drauf, Mensch. Wie hat er das denn gemacht?
Hat er sich hingestellt und dann... Das ist ja... Du bist ja der härteste, Motherfucker, jenseits des Pazifiks. Minecrafter LP1. Wirklich innovativer Name auch. Habe ich noch nie auf YouTube gesehen. Minecraft in Verbindung mit LP, das ist ja ganz was Neues. Wir haben übrigens auch eine Quest hier in dem Fall jetzt. Destroy the Inhibitors. Das hat man immer wieder. Es ist einfach, der Modus erklärt sich eigentlich sehr schnell von selbst. Da muss man jetzt sich... Oh, und jetzt muss man, glaube ich... was muss man machen? Fight for your life. Beide gehen auf mich. Okay, cool. Was war jetzt los? Okay. Okay. Schön. Ich weiß nicht genau, was... ja. Schön. Da bringt man sich wohl gegenseitig um am Ende. Ihr seht, ich habe noch nicht so mega viel Ahnung. Ich habe genug Ahnung, um euch den Kram zu erklären. Aber man muss auch einfach dazu sagen, dass ich... Oh, Shadowwalk. Ich verschwinde mal schnell. Dass das hier halt wirklich meine zweite richtige Runde jetzt ist oder so. Da macht man mehr Damage, wenn man so zuschlägt und krass ist und... Jetzt bin ich das erste Mal tot, ja? Das Schöne ist, wenn ich tot bin, liege ich auf dem Boden und krieg so einen Anfall, so ein bisschen, wie man sieht, ja? Ich wackel so mit der Hand rum und dann kann mich jemand wiederbeleben. Ich habe aber insgesamt, glaube ich, jetzt noch 2 Leben. Ja, sobald ich... Wurde ich wiederbelebt? Belebe ich da jetzt mal? Achso, eine Sekunde noch. Schön. Ja. Dankeschön, Fabian. Du bist wirklich ein toller Mann. Dankeschön, Fabian. Seeräuber Opa Fabian trieb so manchen Schabernack. Oh, Creeper, Crepper! Die Crepper, die sind echt sehr unangenehm. Ja, die Crepper, die können dir ganz schön auf die Nudel gehen. Ist auch nicht sinnvoll, allein hier rumzurennen, aber Leute, weißt du, andere probieren den Modus zu viert aus, ja, holen sich gleich 3 Leute dazu, mit denen sie reden können. Ich mach das allein, ja, das ist ja wohl, ihr kennt ja meine Skills. Guck mal, da ist die Hexe, die klatsche ich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und dann... Hat sich die gleich erledigt. Also ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Dann setze ich meinen Shadow Walk wieder ein. Dadurch erkennt die mich nicht und hau ihr von hinten auf die Fräse. Da brenner, da manta. Wunderschön. Irgendjemand ist ja gerade, glaube ich, einfach nur hingefallen. So, gehst du mal, tap, das setze ich ja mal wirklich. Ja, tap, zebede, babede, 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 huhan, ja, ha, ha, ha. Ne? Bro. Hier ist, guck mal, Fabian. Fabian ist in der Luft, das ist toll. Soll ich mal decken, oder, Kollege? Ich deck dich mal, komm. Ich bin ja, ihr seht, Leute, das ist gar kein Problem. Selbst mit der schlechtesten Ausrüstung, die man haben kann. Skill der Cat Horse, alles weg. Ich gehe einfach mal weiter, Leute, ne? Juckt mich einfach nicht. Ich will die Smokebomb werfen. Hallo. Da drin geht's aber ab. Wow, okay, tot. Tot oder auch nicht. Ich habe keine Pfeile, das ist sehr, sehr unpraktisch und ich bin... Gestorben ein weiteres Mal. Jetzt kann man mich nur noch einmal danach wiederbeleben. Also so lange mache ich wieder hier diesen tollen, ne? Ihr wisst, diese Bewegung mit dem Arm, damit mich Leute bemerken. Aber das ist... Der hat den gleichen Gesichtsausdruck wie mich, der Minecrafter LP1. Es wird Zeit, langsam mal das Skin-Contest-Video zu veröffentlichen, glaube ich. Was ist denn hier drin? Ich brauche mal Pfeile, Leute. Lasst mir mal Pfeile übrig. Ja, also wie man sieht, man kann ja auch Slash Town eingeben und dann kann man zu der Stadt zurück. Ich denke, nach dem Level werde ich das machen, damit, was ist hier? Hier fällt man wahrscheinlich runter oder so. Vielleicht wurde auch irgendwas falsch eingestellt, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich denke, mit dem Modus werde ich mich definitiv weiter beschäftigen. Einfach um, ich bin gleich wieder tot. Okay, scheiße. Smokebomb! Hat dich getroffen, ist egal. Scheiße, jetzt habe ich aber Angst. Nur noch ein halbes Herz, aber Pfeile. Kann. Okay, ich habe Pfeile bekommen. Schön. Ich halte mich mal jetzt dezent zurück in dem Moment hier. Ja, ich denke. So, den Reviving tun wir den jetzt. Ja, also ich denke, ich werde mich, das hier ist natürlich so, ihr wisst ja jetzt, wie das gerade eben ist, das ist eine der ersten Runden, deswegen kann das nicht profimäßig sein, aber ich finde den Modus ganz geil und ich denke, ich werde ihn vielleicht auch ein bisschen privat zocken und wie gesagt, vielleicht nochmal in 1, 2 weiteren Videos mit einem anderen YouTuber zusammen, da werde ich noch schauen, wie sich das denn regeln lässt und ich finde es jedenfalls sehr, oh, da ist ja Obermacker, haben wir den, ey, Obermacker, man kann übrigens auch Gegner ranziehen damit. Oder sterben, das kann man auch. Jetzt hilft nur noch, ja, Minecrafter LP1 rockt die Scheiße weg. Und ich bin übrigens auch komplett tot, jetzt in dem Fall. Schön, endet die Runde so, wie sie enden sollte. Wenn ich jetzt Slash Town eingebe, dann steht da unten Heading to Town. Und dann sieht man diese Stadt hier. Diese Stadt ist nicht nur einfach ein Hub,
Nein, sie ist so viel mehr. Denn hier drin kann man quasi dann sein Gold, das man hat, dafür verwenden, Dinge zu kaufen, andere Spieler anzugucken, die tausendmal bessere Ausrüstung haben, so wie Sigon 12. Und halt hier immer sein tolles Adventure starten. Man sieht das Stronghold ist Level 1. Dann kann man noch Jungle freischalten und auch Eis. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und wenn man dann, hier gibt es auch ein Tutorial und so. Und wenn man dann hier so in diese Ecke reinläuft, ja. Hier, wenn sie hier, schauen sie da mal. Dann können sie da entweder Upgrade Health machen. Das geht dann, indem man 100 Gold hätte. Aber leider, oh, ich habe sogar 100 Gold. Das ist ja... Oh, ich habe 156 Gold. So, dann hat man gesehen, und jetzt habe ich mein Leben geupgradet, ja. Was aber auch sinnvoll ist, ist mal hier sein Gear upgraden, Alter. Ne? Zum Beispiel sich mal kein Splintered Stick, sondern... was nehme ich denn vielleicht als erstes? Ich glaube, ich nehme erstmal Rüstung. Einmal Rüstung hier, einmal Rüstung da, einmal Rüstung dort. So, jetzt bin ich gleich vollkommen ausgerüstet und sehe aus, als würde ich gerade eben auf irgendeine Alaska-Exkursion gehen. Das, meine sehr verehrten Zuschauer, war Venom Rogue. Schreibt mir eure Meinung zum Spielmodus in die Kommentare und lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch das gefallen hat. Der Spielmodus ist aber aktuell leider nur für Premium-Menschen verfügbar. Ja, das ist echt. Ich musste mich da auch erst beim Server-Ersteller einschleimen, bis ich das zocken durfte. Und werde bestimmt auch mal in weiteren Livestreams oder in weiteren Videos diesen Spielmodus nochmal spielen, denn ich finde ihn ganz cool und er macht mir sehr viel Spaß. Hahaha. Kedos, bist du am Aufnehmen? Nie und nimmer. Tschüss.